So, und weiter geht's mit World of Warcraft. Wir sind jetzt in der Instanz Knurrigan. Zeit ist Geld. Um was geht's denn hier überhaupt? Wo war das denn? Dungeon Compendium, bla 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 bla. Die wundersame Stadt Knurrigan wurde tief in den Bergen Don Moroks erbaut. Und zwar Zeugnis der Intelligenz der Industrie der Gnome. Als die Drogs die Stadt überfielen, wurde der gnomische Hochdüftler von seinem Berater Sigurd Thermadrath verraten. Dabei wurde Knurrigan verstrahlt und die meisten der Einwohner getötet. Wo war man denn? Ich bin zu blitz, da. Die Überlebenden flohen und schworen, eines Tages zurückzukehren und ihre Heimat zurückzuerobern. Alles klar, dann geht's also hier um die verlorene Gnomhauptstadt, so ich das verstanden habe. Die wir von diesen komischen Viechern hier befreien müssen. Sollte ja machbar sein, hoffentlich. Diese Fähigkeit ist noch nicht verraten. Ich war hier schon mal drinne, aber weil während der Aufnahme sogar, eigentlich ursprünglich, war das zumindest als Aufnahme gedacht. Ich hatte nur das klitzekleine Problem, dass irgendwie so die Surfer von Blizzard da irgendwie nicht so ganz mitmachen wollten und ich dann ständig wieder rausgekickt wurde und mein Aufnahmeprogramm auch irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Deswegen bin ich jetzt hier noch quasi ein zweites Mal drin. Ich habe das auch beim ersten Mal nicht fertig gekriegt. Aufgrund dieser Disconnects bin ich dann nicht mehr hier reingekommen. Da hat es mir dann gesagt, dass mein Charakter nicht existieren würde. Angeblich. Zum Glück existiert der ja doch noch. Das wäre nämlich ziemlich bitter, wenn er einfach weg wäre. So. Was haben wir denn überhaupt so in der Gruppe? Einen Druidenheiler. Einen Druiden-Tank. Einen Orkjäger als Damage-Dealer. Und einen Hexenmeister als ebenfalls Damage-Dealer. Und natürlich mich. So, da liegt jede Menge Feuerwerk rum. Gib mir das, 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 gib mir das. Vielleicht bist du einfach nur klein, schon mal daran gedacht? Hä? Nee, ne? Ja, dann mach mal. Mach noch mehr Zerstörung, bin ich voll dafür. Los, spreng das in die Luft. Tu es, los, tu es. Tja, tu es. Scheinbar will er nicht so, aber okay. Es ist so still hier. Das bedeutet nie etwas Gutes, aber ich weiß ja sowieso schon, was passieren wird. Man kann es, glaube ich, auch gar nicht so gut erkennen, wenn ich so die Kamera drauf fixiere. Aber gleich kommt es hier zu Megakatastrophe, mehr oder weniger. Nein, doch. Oh. Okay. Ich habe nichts gesagt. Habe ich mich wohl in der Wand verirrt, aber da drüben nochmal dasselbe Spiel dann. Werde ich schon sehen. Zum Glück machen die ja so gut wie gar keinen Damage irgendwie. Aber wenn ich nicht so ganz verstehe, warum. Oh, da hat ein Level-Up gekriegt. Wir sind ja auch wieder kurz vorm Level-Up. Mit unserer Erleuchtung. So, komm her. So, kommt da noch was? Ketten brauchen wir nicht. Können wir uns sparen. So. Uns fehlt noch 90 Erfahrungen. Die sollten wir wahrscheinlich mit dem nächsten Mob kriegen. Hoffentlich. Was ist das? Schmutzverkrustetes Objekt. Nehmen wir einfach mal mit. Ich muss näher ran. Na, gibt nur 60, dieser Mob, war ja klar. Aber jetzt haben wir einen Level Up. Und wir haben gleich den nächsten Dungeon freigeschaltet, sehe ich gerade. So. Was haben wir denn da gekriegt? Leben nach dem Tode. Wenn ihr einen Gegner tötet, der Erfahrung oder Ehre gewährt, beschwört ihr eine heilende Sphäre, die uns heilt. Okay. Ah, da haben wir doch schon so eine Heilsphäre. Sphäre. Und Gegner, die vom Blackout-Tritt getötet werden, haben eine 50%ige Chance, eine Chi-Sphäre zu erzeugen, die euch ein Chi gewährt, wenn ihr sie durchlauft. Alles klar, klingt doch schon mal ganz geil. Was haben wir hier? Heilt euch selbst um Gesundheit von einem Heilt euch selbst um. Achso, fügt einem Gegner von 10 Meter die Heilmenge als Naturschaden zu. Okay.
Okay, das klingt ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Hier haben wir die scharlachroten Hallen als Dungeon gekriegt. Alles klar, wo ist denn mein neuer Skill jetzt bitte? Ach, auf P war das Zauberbuch. Gib mir mal meinen Skill daher, Schadensumleitung. Wenn der Chi erzeugt, dann nehmen wir den auf jeden Fall mit rein hier. Erheilt, erzeugt Chi, das ist eigentlich ziemlich cool so, so gesehen. So, jetzt ist diese Wand hier aufgegangen. Ich füge nur einem Gegner den Schaden zu, so wie das ausschaut. Kann ich ja mal kurz demonstrieren. Hat es irgendwie nicht so viel Schaden zugefügt. Oder ich habe es einfach total übersehen. Kann natürlich auch sein. Guck, da ist so eine Sphäre. Ich bin auch so. Dann gehen wir die nochmal alle schön stunnen. Ich habe kein Ziel. Ja, die Sphäre halt, okay. Ach, das war die falsche Taste. Ich wollte eigentlich nicht weg. Nicht weghüpfen von dem. Aber okay, ist ja auch egal. Ist ja keine schwere Stelle. Was haben meine Krubis? Oh Gott, da kommen schon wieder mehr Gegner. Ich bin auf meiner Tastatur eben verrutscht. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Heilsphäre und einer... So, den hole ich mir dann noch. Ich brauche ein Ziel. Und weg hier. Der Bär macht auch einfach nur Auto-Attacks hier. Und wartet, bis ein Gegner vorbeiläuft, so wie das ausschaut. Ist ein sehr amüsanter Tank, muss ich sagen. Aber ist mir egal, soll er machen. Oh, jetzt habe ich die Schuhe gar nicht angeguckt. Aber es waren eh Stoffschuhe. Oh je. Ich kann das noch nicht tun. So, dann stunnen wir doch gleich mal. Und dann probieren wir nochmal kurz einen Skill aus. Der hat scheinbar gerade verfehlt, ich bin mir nicht sicher. Und jetzt kriege ich ja doch die dämlichen Stiefel. Na super. So, Krupis Pfoten brauchen wir nicht. Ist Kettenrüstung. Können wir drauf verzichten. Und so wie das ausschaut, haben die Dungeon Quests ein bisschen geändert in dem letzten Patch. Nehme ich zumindest an, dass es in jedem Dungeon jetzt so ist, dass wir hier an der Seite unseren Quest haben. Ich habe den Krubis, oder wie auch immer man den ausspricht, eigentlich ja schon mal besiegt gehabt. Aber ich habe trotzdem wieder die Quest gekriegt und bekomme dadurch dann die Erfahrung und das Silber wieder. Das heißt, so wie das sich für mich anhört, kriegen wir dadurch dann mehr oder weniger die Quest immer automatisch in den Questlog gestopft. Irgendwie sowas in die Richtung oder so. Zumindestens. Ich muss näher ran. Und dann kriegen wir auch automatisch die Belohnung, wenn wir die Quest abschließen. Wenn ich das richtig verstanden habe gerade eben. Ich weiß es ja nicht. Ich kann das noch nicht. So, machen wir den dann noch platt. Ich bin außer Reichweite. Das sieht sowieso schon so ein bisschen ungesund aus. Ist noch nicht bereit. Kettenrüstung schon wieder brauchen wir nicht. Was will ich denn mit Kettenrüstung? So, da hauen wir da mal unsere Chlorofäuste rein. Oder auch nicht. Können wir uns auch sparen. So, die ganzen Kugeln, die hier rumliegen, die bringen mir eigentlich rein gar nichts gerade. Ich hätte gern mehr G-Kugeln und weniger Heilkugeln. Fände ich persönlich besser, aber ich glaube, das werden wir nicht bekommen. So, schön alle drei erwischt. So gefällt mir das. Die Krits, die ich mit der scheiß Fuhrefaust da raushaue, die sind ja auch irgendwie krass. So, was macht denn eigentlich unser Ruf bei unseren Pandaren-Freunden? Können wir uns ja mal angucken. Hier Wohlwollen. Nein, Quatsch. Das sind die falschen. Die da respektvoll, zumindest schon mal, so wie das ausschaut. Ja, respektvoll. Hab mir deren Respekt verdient. Und da ist ein Funkelmart 2000 irgendwas. Das ist zu weit. Keine Ahnung, was der macht. Bastionssanitäterkrieger. Was sind das denn für Dinge? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich, das sind ja ganz normale Gnome. Warum sind die hier? Und worum zur Hölle geht's da? Fingerintelligenz brauchen wir nicht. So ein Blödsinn, auf so ein Blödsinn lasse ich mich nicht ein. Okay, das war gerade, glaube ich, eine Chi-Kugel. So, Tink Sprosspiff. Sprosspiff. Wo ist unser...
Wo ist unser Tank hin? Ach, da hinten ist er. Kann ja auch mal was sagen, wenn er wegläuft hier. Aber scheint aber mag es alleine rumzulaufen. Anstatt zu warten, bis wir alle nachkommen hier. Mir ist das ja persönlich relativ egal. So, dieses Apparat ist etwas ganz Besonderes. Unter den Gnomen, er bietet Wahnsinn außerhalb dieses Raums. Tapfer die Stirn, eine kleine Plakette auf dem Bild besagt Funkelmat 5200, gefolgt von einem kurzen Deck. Nutzverkrustung, ruinieren euer Funkelzeug. Der Funkelmat definiert das Wort ganz neu. Okay, machen wir einfach mal. Wo muss ich das jetzt... Ah, ich habe so ein... Ach, so ist das. Die Frage ist nur, wo muss ich die jetzt abgeben? Ach. Okay, jetzt wird es auch noch Geld von mir. Funkelmat verpackter Kasten, den nehmen wir uns einfach mal. Ach, und da habe ich jetzt eine tägliche Quest, die ich quasi benutzen kann. Dann machen wir das doch einfach mal. Zweimal. Schwerer Stein, na supi. Schwerer Stein, na supi. Was will ich denn mit einem schweren Stein, bitte? Na gut. Haben wir halt ein bisschen Silber für einen Stein rausgeworfen, mit dem ich irgendwie nicht so viel anfangen kann. Vielleicht ist er auch was wert, ich weiß es nicht. Steht zumindest bei, dass es Handwerksmaterial ist, das heißt... Man muss es ja irgendwie gebrauchen können. Die Frage ist nur, wie zur Hölle? Wer braucht einen schweren Stein? Vielleicht ein Schmied oder sowas? Ich weiß nicht. Könnte schon sein, dass ein Schmied einen schweren Stein gebrauchen könnte. Aber für was? Ist halt die nächste Frage, ne? Für was? Aber darum kümmere ich mich nicht, wenn ich das irgendwie loskriege. Wie viel ist denn der wert? 1,20, beziehungsweise weil ich den ja... Wie kann ich den Sachen teilen? Scheinbar gar nicht. Naja, mal gucken im AHA. Vielleicht kriege ich da was los. Könnte mir allgemein mal das AHA angucken, eigentlich so. Eigentlich mal eine coole Idee. Was ist das denn? Bombenalarm. Hallo du. Ja, was hüpfst du hier so rum? Ach, du willst, dass wir mitkommen. Ja, dann lauf mal vor, würde ich sagen, ne? Ja, darunter müssen wir zu dem riesen Ding da hinten, so wie das ausschaut. So, dann hole ich mir erstmal das daher. Ich bin auch mal Reichweite. Oh Mann, ey. Lauf halt immer weg. Was halt mich denn jetzt bitte? Aber ist mir egal. Solange ich geheilt werde. So. Wir könnten eigentlich mal. Wollt ihr vielleicht mal da hinten so mitkommen? Das ist zu weit entfernt. Würde ich zumindest für eine coole Idee halten. Schade, dass mein Damage-Meter jetzt nicht mehr funktioniert. Ich würde gerne mal sehen, was die anderen so für Schaden machen. Das noch nicht tun. So, ich habe im Übrigen auch irgendwo Glyphen gesehen. Hier habe ich Glyphen ausgewählt. Wenn meine Gesundheit unter 25% fällt, wird eine heilende Sphäre erzeugt. Fand ich bisher so am besten. Im Gegensatz zu dem anderen Schwachsinn da. So. Ach, der lässt sich wieder nicht stunnen, oder? Doch, der lässt sich stunnen. Das ist sehr schön. Ich mag Gegner, die sich stunnen lassen. So, der dürfte jetzt aber auch gleich eliminiert sein. Sehr schön. Und da gibt es hier wieder direkt die Erfahrungspunkte dazu. So, Stoffrüstung brauchen wir nicht so wirklich. Können die eigentlich auch meine Verbündeten einsammeln? Ist eine gute Frage. Auf der anderen Seite hatte ich ja am Anfang auf der Panda-Startgebietsinsel ja auch diesen Typ dabei, der so eine Kuri beschwören konnte, die ich dann eingesammelt habe, um mich zu heilen. Deswegen würde es schon Sinn machen, wenn meine Verbündeten die auch einsammeln könnten. Zumindest in meinem Kopf macht das Sinn und das reicht mir eigentlich so als Begründung. So, Mana-Tränke, 4 Mana-Tränke. Pff.
Nimm halt mal mit. Na gut, die sind jetzt nicht sonderlich viel wert und ich kann ja sowieso kein Mana gebrauchen. Haben wir ja letzte Folge schon festgestellt. So, und auf die eigentlich. Geht scheinbar jetzt hier weiter zum Elektrokutor. Nehme ich zumindest mal an. Na hopp. Na hopp, Bärchen. Lauf, Bärchen. Lauf. Bewegt deinen fetten Bärenhintern. Wenn du einfach so vier Mönche nimmst, die alle hintereinander immer die Vorerfäuste machen, da kann doch dann eigentlich gar nichts schief gehen, oder? So rein theoretisch. Nicht genug Energie. Weil die sind ja dann, wie lang stand es? Fast 4 Sekunden. Wenn ich da so eine große Gruppe habe oder so. So, das sind jetzt 4 Sekunden. Und in der Zeit macht meine Gruppe schon die ganzen Mobs kaputt. Wenn ich jetzt aber das mal 4 hätte, wird schon abgehen, glaube ich. Beziehungsweise mal 5. Ich bin gibt ja 5 Gruppen. Aber trotzdem. Vielleicht könnte es ein bisschen bei Bosskämpfen kritisch werden. Wobei man ja eigentlich, habe ich schon wieder ein Level gemacht. Alter, wie schnell geht das denn? Ich hatte vorhin erst in der Instanz ein Level gemacht. Aber jetzt bin ich nicht mehr ausgeruht. Das heißt, wir kriegen jetzt weniger Erfahrung. Kriegen aber immer noch hier unsere 50%, was eigentlich ziemlich cool ist. Ah, wenn die mir so schön danken, gratulieren, dann bedanke ich mich mal dafür. So, da hinten habe ich jede Menge Spaß, wie das ausschaut. Oder auch nicht, hat sich nicht so ganz gelohnt. Ich dachte, die leben ein bisschen länger. Na, halt rein, nehmen wir mal mit. So. Ah, einmal außen rum, okay. Ach, da oben steht er schon, wenn ihr da oben guckt. Ich bin mal gespannt, was der so drauf hat. Und ich brauche unbedingt einen besseren AOE eigentlich. Das ist zu weit entfernt. So ein bisschen AOE wäre halt verdammt nice. Auch zum Leveln oder so. Dass ich nicht jeden Mob einzeln umklopfen müsste. Aber bisher habe ich einfach kein AOE gekriegt. Was ich schon ein bisschen unfair finde. Aber ist okay. Wir kommen damit klar. Ich werde es auch ohne AOE überleben, nehme ich mal. So, einfach mal alles stunnen. Meine Gruppe macht ja eh nichts. Hier irgendwie fehlt uns einer. Ach, da hinten unser Hexenmeister. Ach ja, faule Sau. Soll mal mitkommen hier. Wow. Oh, ich dachte, wir gehen jetzt auf die los. Scheinbar nicht. Und dann halt direkt zum Elektrokutor. Und da fehlt uns noch der Meudeverprügler und Thermadraht. Yo, voll die Gerechtigkeit, Alter. Ich habe zu wenig Energie. Ich gebe dir voll die Gerechtigkeit ins Gesicht, Kollege. Der sieht irgendwie mega bescheuert aus, muss ich sagen. Ich kann mir nicht helfen. Nicht genug Energie. Aber ich muss ja nicht so rumrennen. So. Elektrokutor, Gewindemutter, Finger. Ausdauer, Willenskraft. Nein, danke. Werkstattschlüssel, nehmen wir mal mit. Was ist das denn? Genau. Springen die jetzt hier runter oder was? Hey, kann man natürlich mal machen, ne? Ach, dann haben wir hier unsere Meuteverprügler da um die Ecke. So, Bärchen, los. Los, los, lauf. Lauf, Bärchen. Lauf. Ich kann das noch. Wo kam der denn gerade hin? Kam der gerade aus. Ach du Kacke. Das war leicht dezent die falsche Taste. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Probleme, die richtige Taste immer zu treffen. Aber macht ja nichts. Noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Okay. Kettenrüstung brauchen wir nicht.
Warum droppt hier so viel Kette? Gefühlt habe ich heute nur Kette gefunden. Oder Stoff. Stoff und Kette. Ich kann das nicht. Ich habe zu wenig Energie. Alter, wo kommen die denn alle her? Nicht genug Energie. Ich habe zu wenig Energie. Nee, okay. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich würde sagen, ich habe so ein bisschen übertrieben mit den Kugeln. Gammeln einfach mal 5 Kugeln jetzt hier rum. Aber ist ja besser zu wenig, Quatsch, zu wenig, zu viel zu haben als zu wenig. So, Bärchen läuft da hoch. Aber da steht auch noch der Meuteverprügler. Ah, hat's gemerkt. Dass wir in die Richtung müssen. Die anderen scheinbar noch nicht so ganz. Die sind echt schräg drauf, ey. Die sind schräg drauf. Lauf weiter. Bärchen, hallo. Hallo, Bärchen. Darfst laufen. Oh, ich glaube, wenn ich Level 30 bin und meine duale Talent-Spezialisierung freigeschalten habe, was machst du denn? Dann werde ich wohl mal... Das ist zu weit entfernt. Nix gibt's. Halt die Schnauze. Wenn wir da jetzt noch so einen richtig fetten Aoi hätten, nicht nur so ein bisschen rumgeprügelt in die Luft, sondern einfach so ein BÄM Aoi-Effekt oder sowas, wäre das schon fett stellenweise. Dann würde ich auch endlich mal mein Damage rausbringen. Weil kanalisierter Damage ist eigentlich meiner Meinung nach nie so gut wie Damage auf einem Schlag. Weil er halt einfach viel länger braucht, um anzukommen. Ich glaube, ich lieber einmal BÄM voll in die Fresse. Statt da so ewig lang in die Luft rumzuprügeln. Weil es sich vom Schadensding eigentlich nicht viel geben sollte. Okay, ich heil mich jetzt einfach. Nein, das ist nicht der Heiler. Das ist der Heiler. Und dann mache ich das da mal noch. So, Streitkolben 2 Hände können wir nicht benutzen. Unnötig. Können wir mal wieder was für mich droppen. Für meine Schwarz-Weiß-Pandaren. Das gefällt mir irgendwie, dieser Schwarz-Weiß-Effekt vom stärkenden Gebräu. So, wo geht's denn jetzt hin eigentlich? Ja, wahrscheinlich dahinter. Ja, guck, da sterben die dann wieder und ich hab so viel Schaden verschenkt eigentlich. Aber ist mir egal, ich habe wahrscheinlich sowieso mehr Schaden gemacht als unser Mönch, unser Hexenmeister, der nebenbei bemerkt, was mir gerade so auffällt, tot ist. Warum ist der tot? Ja, okay. Ist mir gar nicht aufgefallen, das heißt, er kann auch nicht so gut gewesen sein. Ich hab den noch nichts machen sehen irgendwie. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, ob ich blind bin oder blöd bin. Aber irgendwie habe ich noch keinen Hexenmeister-Spell hier gesehen. War doch ein Hexenmeister, oder? Ich glaube, es war einer. Oder was denn anderes? Doch, ich glaube, es war ein Hexenmeister. Ja, Hexenmeister, sage ich doch. Na gut, aber ich muss dazu sagen, dass ich auch... weiß nicht, ob Hexenmeister-Spells jetzt unbedingt so auffällig sind, wenn ich hier gerade am Mobs kloppen bin und darauf achten muss, was ich hier für eine Taste drücke. Aber trotzdem, ich habe es noch nicht gesehen. Und das verwirrt mich gerade so ein bisschen. Och nee, ich wollte doch Nummer 6 drücken, nicht Nummer 7. Ja, ich weiß nicht, ich muss da glaube ich noch ein bisschen was an meiner Belegung ändern, dass es hier so ein bisschen läuft. Oder ein bisschen, das kann ich eigentlich auch mal rausschmeißen hier oben. So, wo ist unser Hexenmeister? Ist weg. Ja, unser Hexenmeister ist weg. Alles klar. Was macht ihr denn?
Was ist denn los mit euch, Leute? Ich laufe jetzt einfach mal da hoch, oder? Ja, wir haben uns irgendwie leicht dezent verlaufen, weil keiner weiß, wo es hingeht. Ich weiß wohin. So. Bisschen Teamkommunikation fördern hier. Ist nie verkehrt. So. Ich will eigentlich nicht so unbedingt vorne rauslaufen. Weil das würde dann heißen, dass die anderen mir hinterherlaufen. Mehr oder weniger. Wo geht's denn hier lang? Leute? Leute, das ist ein Aufzug. Hallo. Okay, dann halt eben nicht. Ist okay. Ignoriert mich. Wir mussten jetzt doch wirklich in diesen Aufzug rein. Weil irgendwie... Hallo, Leute. Könnt ihr mal den Chat lesen vielleicht? Ja, jetzt doch wieder zurück, oder was? Was macht ihr denn? Mir hinterher, Leute. Warte mal, wo war der jetzt? Da war der. Warnung, Eindringling, Alarm, Och, halt doch die Schnauze. Kommt mit. Hallo. Wo ist denn der Rest jetzt schon wieder? Da hinten kommt er. Wär's mit dem Aufzug hier, Leute? So? Na, ja, da hinten kommt der Rest. Wo bleibt unser Bärchen? Da ist unser Bärchen. So, jetzt sind wir hier, ne? Aber wo ist denn hier? Ach, da hinten, da ist doch der Robo-Ingenieur Thermodraht. Ja, wird halt wieder eine krass lange Folge, aber es werden wir schon überleben, glaube ich. Ist ja gerade. Blöder Druide. Läuft auf den Aufzug drauf, während er runtergeht. Das sind Sherlocks, meine Gruppe. Läuft aber trotzdem ziemlich gut, muss ich sagen, gerade. Kann auch irgendwie sein, dass ich bisher in noch keiner so wirklich schweren Instanz war. Ich weiß nicht, gibt's ihn schwer? Ich habe keine Ahnung. So, machen wir mal den Nebel hier an. Machen wir mal das da an. Nicht genug Energie. Unser Tank ist halt auch eine Leuchte, ne? Der kommt halt irgendwie auch einfach nicht zurück. Aber kann man ja mal ignorieren, dass das ganze Team irgendwo anders herumkämpft. Oder haben die auch gerade hier gekämpft? Keine Ahnung. So. Da jetzt noch so einen schönen AOE-Effekt rein, das wäre so gut. Aber ich darf ja nicht. Ich kann das noch nicht tun. Abgesehen von meinem fliegenden Schlangentritt, aber der macht es auch nicht so viel Schaden. Was halt irgendwie nicht ganz so gut ist. So. Hunterpad ist gestorben. Okay. Und der lässt einfach tot liegen. Kann man schon mal machen, finde ich. Wieso habe ich eigentlich bei allen einen Ruf wohlwollend? Zumindest bei Dunkelsperrtrollen. Was habe ich für die Dunkelsperrtrollen gemacht? Ich weiß es nicht. Streitkräfte der Horde, Kriegshimmelclan, die Entweihten, Kriegshimmelnoffensive, Expedition der Horde, okay. Und mein Gildenrang, der steigt auch bald auf. Was ich dann doch ein bisschen nice finde eigentlich. So, warum sind jetzt hier Zwerge?
Kann mir das jemand mal erklären, warum jetzt hier alles voller Zwerge auf einmal ist? Am Anfang hieß es, es ist alles voll mit diesen Drocks oder wie auch immer man die ausspricht. Dann kamen Gnome in einer überrannten, vom Gegner eingenommenen Gnomstadt. Und jetzt ist alles voller Zwerge. Warum? Ich verstehe das nicht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wieso befinde ich mich jetzt in einem Dungeon-Browser-Warteschleifen? Ach so, weil wir jetzt eine neue Mitstreiterin haben. Die jetzt zwischenrein einsteigt. So, wir haben Intelligenz drauf und Stärke. Das brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. So. Vielleicht ist es die Mönchin ja wenigstens die Priesterin zu irgendwas gut. Sie macht auf jeden Fall schon mal was lähmen. Alter, wieso sind wir schon wieder ein Level aufgestiegen? Alter, krass. Verringert die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels 15 Sekunden lang um 50%. Die Dauer des Effektes wird nicht gedingst. Alter, halt die Schnauze. Wobei die Bomben gefallen mir nicht eigentlich so. Da hast du deine Explosion. Geh mal explodieren, du Explorierer, du. Voll Mongo. So, Ketten brauchen wir nicht. Elektromagnetischer Gigaflux-Reaktivator. Was zur Hölle? Brauchen wir nicht. Ist Stoff. Hat Intelligenz und Willenskraft drauf. Könnte man zwar eigentlich anziehen, weil wir ja keinen Kopfdingsbums haben. Aber ist halt einfach de facto unnötig. So, dann würde ich mal sagen, was das jetzt hier? Kriege ich jetzt keine Erfahrung? Habe ich die schon gekriegt? Kann schon sein. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, die haben ja auch automatisch gekriegt. Gruppis bezwungen, ist doch da unten. Haben wir doch gemacht. Na ja, gut. Nö, danke. Brauche ich nicht. Ich brauche jetzt erstmal eine kurze Pause, nämlich bevor es weitergeht. Wir haben jetzt zwei neue Dungeons abgeschlossen, mehr oder weniger. Abgeschlossen. Freigeschaltet. Das Wort habe ich gesucht. Haben wir freigeschaltet. Und ich denke, da werden wir erstmal wieder ein paar Ründchen, gemütliche Ründchen drinne drehen. Vielleicht stelle ich mich nochmal vorher in das Gasthaus, um ein bisschen Ruhebonus abzukassieren. Und am besten gehe ich dann auch nochmal. Wo bin ich denn hier? Ach, ich bin im Echental gelandet. Stimmt, da war was. Gehe ich dann auch nochmal hier zur Zen-Pilgerfahrt in das Mönchdorf-Dingsbums. Und schnapp mir mal meinen Bonus wieder. Steinkrallengebirge. Ich wollte eigentlich ins Steinkrallengebirge hier runterlaufen. Ist hier. Jetzt sind wir allerdings schon Level 28 und fast 28,5, ja, vielleicht 28, ein Viertel oder sowas. Und das Steinkrallengebirge geht leider nur bis Stufe 30. Das heißt, wenn ich jetzt noch ordentlich Erfahrung raushauen kann in diesen zwei Dungeons hier, würde ich mal sagen, dass wir uns das fast sparen können, dahin zu laufen. Ah, ich würde sagen, das finden wir dann mal erst in der nächsten Folge raus, wenn ich... Ja, ich denke, ich mache wieder die Dungeon-Folgen an einem Stück. Nicht, dass ich dann irgendwann zu hoch für die Dungeons bin. Ich will ja mehr oder weniger alle Dungeons mitnehmen, die es so gibt. Einfach, weil ich es auch wesentlich angenehmer finde, mich durch Gegnerhorden durchzumetzeln, als zu questen. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Questen macht irgendwie nicht ganz so viel Spaß wie durch Gegnerhorden durchmetzeln. Auch wenn es in den Dungeons jetzt nicht so unbedingt die Mega-Horden sind, aber trotzdem habe ich an Dungeons mehr Spaß, deswegen will ich da eigentlich keinen verpassen, den ich hätte mitnehmen können.
Und deswegen haben die Dungeons bei mir jetzt erstmal Priorität, aber wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von WoW im scharlachroten Kloster. Bis dann, tschüssi!